Produktion. Ich habe vorhin schon so zwischen zwei Rechnerneustarts, die im Übrigen nicht gewollt waren, gesehen, dass uns energietechnisch hier so ein bisschen die Flaute kracht. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir nehmen noch viermal Pulsar mit. Und dann sollte das soweit erstmal gut sein. Und dann bauen wir erstmal noch ein paar Generatoren, weil uns wird sonst die Energie ausgehen. Ja, so grafiktechnisch sieht es jetzt auch nicht ganz so geil aus. Das muss ich jetzt nochmal negieren. Ist schon ein Unterschied. Da kommt aber, wie gesagt, die Grafikbitch durch. Und im Endeffekt, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, wenn wir so einen Lift erstmal haben, dann bauen wir uns quasi um den Lift drumherum eine riesige Raumstation, wo eben halt Lagerfläche entsteht, wo Docking Station entstehen, wo man eben halt einfach Schiffe andockt und eben halt eine Art Umschlagplatz innerhalb des Orbits hat. Und von dort aus kannst du ja dann machen, was du willst. Du kannst auf den Mond drauf. Und kannst dort eben halt Stationen bauen, ja, und es ist ja dann alles nur noch ein Kinderspiel im Endeffekt, weil auf den Mond raufzukommen ist easy. Du willst ja dort du willst ja dort im Endeffekt keine riesigen Stationen bauen, sondern du brauchst ja nur kleine Vorposten. Im Zweifelsfall vielleicht noch einen kleinen Industriezweig, um Helium-3 abzubauen. Aber großartig auf dem Mond willst du ja, wenn überhaupt, nur auch wieder orbital eine Zwischenstation haben, die uns das Weiterreisen in andere Himmelskörper ermöglicht. Im besten Fall halt mit dem Produktion oder mit dem Treibstoff Helium-3. Und dann ist das halt eine ganz. Das ist halt eine ganz andere Dimension, ja. Es fehlt ihm halt einfach nur dieser eine Schritt von, wir müssen uns momentan von der Erde runterschießen zu, wir lassen uns von der Erde runtertragen. Das sind die beiden Unterschiede, die momentan leider existieren, und für die wir momentan einfach auch keine Lösung haben. Leider. Aktuell gibt es keine Lösung, weil jegliches Material, was wir haben, würde unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Also dieses Seil, was wir aufspannen müssten zwischen Erdoberfläche und im besten Fall dem Lagrange-Punkt, würde eben halt unter seinem eigenen Gewicht innerhalb der Erdatmosphäre reißen. Hallöchen, mein lieber Lallöchen. Oder meine Liebe, ich weiß es gar nicht so genau.
Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind gerade in enorm philosophischem Tiefschürfen anbelangt. Wir unterhalten uns gerade über, Weltraum, Lifts, die uns außerhalb der Atmosphäre bringen und was man daraus alles machen könnte. Mir ist heute schon, ich glaube, zwei oder dreimal der Rechner abgekackt. Sollte es also zwischendurch mal eine Unterbrechung geben, dann Schande auf mein Haupt. Wirf mir Scheiße auf die Stirn, whatever. Ist dann halt einfach so. Ja. Genau, aber ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich, dass du einschaltest. Und ja, genau. Und wie du siehst, mit 3,22 TTI, wir kommen immer ein bisschen voran. Ja, Prost dir auch. Das Bierchen schmeckt heute enorm gut. Aber es muss heute auch einfach sein. Ich habe heute schon explizit hier über mir noch ein paar Soundpanels angebaut, ein paar Schaumstoffplättchen, damit der Sound besser wird, weil ich hier in dem Raum halt enorm viel Hall habe. Und ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ich denke. Und ja, ich bin ein böser Onkel und ich mag auch die Band. Leider war ich nie auf einem Konzert von denen und ich habe es leider auch nicht geschafft, zum Abschlussfestival damals zu gehen. Ist in jedem Fall eins der Dinge, die in meinem Leben definitiv noch auf einem sehr, sehr großen Punkt stehen, wo ich sage, ich will das in jedem Fall irgendwann mal erleben. Und da können jetzt die einen oder anderen mich gerne für hassen. Nein, die bösen Onkels sind keine Nazis. Vielleicht nicht mehr, wenn man es so sagen mag. Die sind eigentlich Punks. Punkt. Ja. Und wenn man sich einen neuen und vor allem halt auch die Songs anhört, die in der damaligen Zeit, wo eben halt die Presse auch so enorm auf sie draufgegangen sind, mal anhört, dann weiß man eigentlich ganz genau, dass die Onkels definitiv keine Nazis sind. Punkt. Und ich definitiv auch nicht. Also, wenn mich jemand Nazi nennen mag, bitte sehr, aber dann sollte derjenige auch den Mut haben, vor mir zu stehen. Und dann wird er mich nicht allzu lange desselbigen beschuldigen. Das kann ich euch vergewissern. So, Bora. Und wer aufgrund meines musikalisch-politischem Statements jetzt den Stream ausschalten will, au revoir. Inwiefern, was machst du jetzt? Ich bin jetzt weiter als du. Okay. Cool. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Ich dachte, du wärst schon weiter. Oh, Borderlands. Welches? Den ersten, zweiten oder dritten oder vierten Teil? Und sag mir bitte mal Bescheid. Ich glaube, da könnten wir ja unter der Woche auch mal zusammenzocken, Haselocke. Hätte ich Lust drauf. Borderlands habe ich schon lange, lange nicht mehr gespielt. Und alleine macht es irgendwie keinen Bock. Um.
Okay, ja, also hol mich mal ab. Welches Borderlands ist das? Also ich glaube, das letzte Borderlands, was ich gezockt habe, war Borderlands 3. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich lügen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder war das das Pre-Sequel, wo es dann auf dem Mond irgendwie eine Rolle spielte? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Na, dann müsste das, glaube ich, Borderlands das das Sequel sein, glaube ich. Ich will mich nicht festlegen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es ist locker schon anderthalb Jahre her, dass ich das letzte Mal angeschaltet habe. Du hast ja die Möglichkeit, warte kurz. So und so. Du hast ja die Möglichkeit, bei mir in den Discord-Channel reinzukommen. Tu das sehr gerne und dann lass uns gerne mal uns verabreden. Ich würde total gerne wieder mal in einem Koop-Session, die belastbar ist, also wo man sich halt auch wirklich mal ein, zweimal die Woche im besten Fall trifft und sagt, ey komm, hast du Bock, Koop Borderlands zu zocken? Würde ich total gerne mal wieder starten, weil das letzte Mal habe ich es mit einem guten Kumpel gemacht. Das ging leider 2 Abende. Danach hatten wir beide keine Zeit mehr und dann war die Thematik auch erledigt. Und dementsprechend wäre das ein Träumchen. Wenn wir das vielleicht hinbekommen, da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. So, dann haben wir jetzt Bohrer aufgebaut. Einige. Ja, und der Luftdruck, ja, der steigt, das ist schon mal okay. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Wir brauchen halt einfach nur eine ganze Menge Superlegierung. Und die können wir ja herstellen. Yo, The Pre-Sequel habe ich in jedem Fall. Super geiles Game. Habe ich richtig Bock drauf. Melde dich bei Discord. Schreib mir gerne auch eine private Nachricht. Dann bleibt es unter uns, wenn du nicht möchtest, dass die anderen das mitbekommen oder nicht bei mir in den Server einsteigen willst. Und dann lass uns da in jedem Fall sehr, 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 sehr gerne mal ein, zwei Runden drehen. Hätte ich Bock drauf. Du musst mir nur nachsehen, dass ich gerade wieder von vorne dann anfange, in dem Fall. Okay, ich glaube, wir können noch mindestens ein oder zwei Bohrer bauen. Das tun wir jetzt auch. Okay, Level 12 lässt sich relativ schnell erreichen. Dann passt das. Hast du auch gerade erst angefangen haben. Ja, okay. Dann, wie gesagt, melde dich sehr, sehr gerne. Freue ich mich drüber. Borderlands ist also seit dem ersten Teil für mich
schon immer ein super geiles Game gewesen. Ich habe mich da super geil drin reingefunden. Ich bin halt immer so ein bisschen der Sniper und schieß quasi immer von hinten raus. Meistens gab es bei mir und dem Kumpel immer so die Situation, ja, den nehme ich. Oh, okay, schon tot. Und das war halt immer schön. Ja. Der ist dann gerade auf einen drauf zugelaufen und ich habe es gar nicht so richtig wahrgenommen, dass er auf ihn drauf will und habe ihm halt einfach einen Headshot verpasst. Bup, 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 fertig. Und von daher, also ich wäre voll dabei. Borderlands wäre in jedem Fall mal wieder eine richtige Nummer, wo ich sagen würde, jo, sehr gerne. Okay, also es ist phänomenal. Also es ist wirklich phänomenal. Wir haben Osmium, bis uns der Arsch platzt. Aber was uns fehlt, ist Superlegierung. Immer noch. Immer noch. Ich meine, wir haben dort oben 1, 2, 3, 4 mal Superlegierung. Da hinten baut, glaube ich, noch einer Superlegierung im fünften Maßstab ab und der dürfte jetzt wahrscheinlich auch voll sein. Na fast. Ja, und trotz allem fehlt uns Superlegierung. Das ist... Ich komme nicht hinterher, ehrlich gesagt. Also Superlegierung und Iridium baut enorm langsam ab. Ist wirklich, wirklich insane. Also Luftdruck läuft gerade in jenseits von Gut und Böse. Das läuft richtig steil. Sauerstoff genau dasselbe. Das ist gerade richtig lecker, das mit anzusehen. Das ist richtig lecker. Ich überlege, ob ich noch ein paar Heizungen baue. Oder besser gesagt, ein paar mehr. Ich glaube, hier hinten sind auch nur T5-Heizungen, oder? Ja. Naja. Okay, da kann man nichts abbauen. Macht keinen Sinn. Heizungen sind halt ziemlich teuer. Ich meine, dreimal Iridiumstäbe, dreimal Superlegierungsstäbe, dreimal Schwarzpulver. Das knallt. Das knallt.
Aber Lalüchen, was spielst du denn dann im Borderlands-Bereich? Bist du da eher der Tank oder eher der Supporter oder eher der Sniper oder eher die, was war das, Valkyrie beziehungsweise die Zauberin? Wie ist bei dir? So. Alles. Ja, alles ist natürlich auch immer gut. Also sprich, und welchen Charakter magst du momentan am liebsten? Also ich will ehrlich sein, ich habe jetzt bei Pre-Sequel keinen Überblick über die Charakter. Ich müsste mich selber erstmal nochmal kurz reinlesen. Aber bist du da halt eher so der Frontkämpfer oder eher derjenige, der supportet und im Hintergrund steht. Also, wenn ich sagen kann, dass eine unserer Produktionen überhaupt funktioniert, dann ist es die Pulsar-Quarz-Funktion. Also, was wir hier an Pulsar-Quarzen rausgrabbeln aus diesem Autobauer, ist wirklich mega geil. Es ist einfach mal so ein ganzer Schrank voll Pulsar-Quarze. Klar, gibt sicherlich Leute, die haben mehr als einen Schrank, aber wir brauchen uns einfach hier nur ranbegeben und haben Pulsarquarze. So, dann machen wir den noch einmal leer. Und dann kann der jetzt immer wieder ganz entspannt die Autobauer leergabeln, beziehungsweise die T3-Extraktoren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das Superlegierungsthema ist wirklich ein Thema, wo ich sage, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Da müssen wir wahrscheinlich noch mindestens noch mal zwei, drei, also wahrscheinlich noch mal mindestens genauso viele T3-Extraktoren bauen und noch mal einen Autobauer, damit wir überhaupt irgendwie die Produktion von Superlegierungsstäben irgendwie auf dem Flow haben. Und das ist natürlich, also, ne? Ist jetzt irgendwie nicht so geil, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Verlassene unterirdische Basis unten rechts auf der Karte hat eine falsche Wand. Okay. Gucke ich gerne gleich noch mal rein.
Unten rechts auf der Karte. Das müsste ja müsste ja hier die in der Ecke sein, ne? Wo die Leiter nach unten gehen, Grommet. Wo du mehrere Räume hast, ich bin mir nicht sicher, aber wo auch dieser eine Raum mit diesen ganzen Nachrichten drin sind. Okay, I see. Okay. Ich guck da gleich nochmal rein. Ist eine guter Hint. Finde ich gut. Mag ich. Halte ich gerne weiterhin nicht zurück mit den Tipps. Wir sind immer noch im Early Access, ja. Und wir haben hier auch nicht so ein krasses Story-Game, wo man sagen müsste, oh, bitte bloß nicht spoilern. Ja, das ist bei mir jetzt nicht so ganz so das Thema. Also, wenn es Story-Games gibt, wo ich sage, oh, bitte haltet die Gusch, dann sage ich euch Bescheid. Aber hier mag ich das, wenn ich gespoilert werde. Das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Da kommen Superlegierungsmeteoriten runter. Das heißt, ich würde sagen, wir warten die mal kurz ab. Wir könnten sie jetzt aufsammeln, aber wofür habe ich die drei Extraktoren? Da bin ich mir dann auch wieder ein bisschen zu fein für, ehrlich gesagt. Gibt es hier noch einen Eingang? Nee. Wir waren ja hier noch nie so wirklich. Sollten wir uns vielleicht mal um. Ach doch, hier waren wir. Ja, hier waren wir. Hier waren wir schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir überhaupt das ganze Schiff einmal leergeräubert haben. Das sollten wir vielleicht noch mal kurz überprüfen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir hier schon einmal gewesen sind. Ja. Hier waren wir schon. Und hier ging es dann rüber und hier gab dann ganz viel Superlegierung. Hier liegt auch immer noch Superlegierung sicherlich irgendwo rum. Aber ja. Wenn wir nicht gerade in den Schlund fallen. Okay.
Hier hätte ich jetzt mal eine ganz, ganz beschissene, sehr offensiv blöde Frage. Lieber Gromit. Gromit, Entschuldigung, nicht Gromit, Gromit. Du schreibst jetzt gerade, wir haben Bäume, Insekten, Fische, Amphibien. Erstens, zwischen Insekten und Fische fehlt die Atmosphäre. Also diese Terraforming-Stufe fehlt. Zweitens, wie zum Geier soll ein normaler, halbwegs entspannter und eigentlich total unbedarfter Streamer, Schrägstrich Zocker, den Status Fische überhaupt erreichen? Weil, und jetzt kommt es, wo ich eigentlich drauf hinaus möchte, ja, wir sind jetzt momentan in dem Status Atmosphäre, deswegen Insekten, Atmosphäre. Das ist mir schon klar, dass es Leute gibt, die Amphibien haben, aber wie sollst du das verdammt nochmal erreichen? Ich meine, überleg mal, wir sind jetzt gerade bei Atmosphäre, wir haben 3,50 TTI, wir haben enorm viel Raketen in den Himmel geschossen, wir haben einen Bohrer geschaffen, bis uns der Arsch platzt. Es ist halt einfach relativ unrealistisch, Fische überhaupt schon zu erreichen. Aber ja, Amphibien nochmal zusätzlich zu erreichen, ist ja nochmal the point on top. Weißt du, wie ich meine? Und das ist, ich weiß, dass ich Atmosphäre habe, aber zwischen Atmosphäre und Fische ist ein Riesensprung. Du brauchst für Fische irgendwas um die 500, 600, 700 TTI. Und das ist nicht so einfach zu erreichen, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, dass auch noch Amphibien dazukommen. Ich meine, Amphibien sind dann, weiß der Geier, Amphibien sind dann wahrscheinlich 1, 2, 3 PTI oder QTI oder so. Wo soll das Spiel noch hingehen? Weißt du, was ich meine? Also das ist die Frage, die ich aufwerfe. Langweil mag schön sein. Es macht sicherlich, also momentan hält mir das Spiel enorm die Karotte vor die Nase, immer noch. Bauen. Momentan hält mir das Schiff definitiv noch die Karotte vor die Nase. Ne? Also, ich bin ja immer noch angezeckt, ich will ja. Also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, oh ja, das schaffst du niemals. Nein, also ich sehe schon, dass man das schaffen kann. Aber die Frage stellt sich mir und die Frage stelle ich auch ganz offen. Inwiefern ist die... Inwiefern ist die Anzahl an Lebenszeit, die man in so ein Spiel einbringt, gleichzusetzen mit dem, was man in dem Spiel erreicht? Ja, also ich meine, wenn ich jetzt hier 20, 25, 30, 40 Stunden investieren muss, nur damit ich von Atmosphäre auf Fische komme, obwohl ich baue. Also ich meine, ich habe ja jetzt bohrertechnisch einiges geupdatet. Ja, also ich will nicht mal drüber nachdenken, nach Vögel und dann Menschen. Und eigentlich, Gromit, würde ich dich sogar berichtigen wollen, nicht Menschen. Wir haben ja auf dem Planeten schon eine alte Zivilisation gehabt. Was hältst du davon, wenn diese alte Zivilisation wieder anfängt zu entstehen?
Das wäre doch viel geiler, als dass der eine Mensch, der jetzt auf dem Planeten ist, auf einmal sich selbst vervielfältigt. Weißt du, wie ich meine? Also da würde ich eigentlich die Ancestors von vorher, das fände ich geil, wenn die dann eben halt mit reingehen und dann auf einmal auf diesem Planeten entstehen und durch die Gegend wandeln. Das fände ich cool. Aber ja, also bauen, bauen, bauen. Ja, Leute, ihr seid mir ein paar. Also wir werden in jedem Fall dann wohl unsere Produktionskapazitäten doch noch etwas erhöhen müssen, vermute ich. Ja, dafür brauchen wir in jedem Fall Titan, Superstäbe und Osmiumstäbe. Das kriegen wir eigentlich relativ gut. Und ja, dann müssen wir gucken, wie wir weiter vorangehen.